welcome international comedy star Mr. Rainer Hirsch. Hallo Berlin! Ja, ich freue mich hier zu sein für das Jubiläum und im deutschen TV. Ich liebe deutsches TV. In der Werbung habe ich heute gelernt, wenn ich 20 Euro spende, kriegt ein Mann in Indien ein Fahrrad. Ich habe 40 Euro gespendet mit einem kleinen Zettel, ob der Mann in Indien mir eins davon schicken könnte. Aber das ist mir ganz wichtig, das mache ich jetzt als Beruf, Komiker, Musiker, Dirigent. Ich habe einfachere Jobs gehabt. Ich habe 6 Monate als Ladendetektiv in einem Klaviergeschäft gearbeitet. Ihr hättet sehen sollen, wie groß die Regelmäntel waren, mit denen die Leute ins Geschäft kamen. Aber wie komme ich dazu, der Engländer mit einem deutschen Namen? Mein Vater wurde in Deutschland geboren. Ich bin nämlich halb deutsch und halb englisch. Das ist keine gute Mischung. Das heißt, dass ich die Welt erobern möchte, aber bin zu höflich dazu. Ich weiß, ihr denkt alle, dass die Engländer mit dem Zweiten Weltkrieg total besessen sind. Das sind wir nicht. Ich bin es nicht und meine Kinder Adolf und Eva sind es auch nicht. Aber was mache ich hier in Deutschland überhaupt? Mein Leben geht in die Binsen in England. Letztes Jahr zum Beispiel wurde meine Freundin von einem Bus überfahren. Dann habe ich meinen Job verloren. Bei dem Busunternehmen. Unterschiede zwischen England und Deutschland. Wir Engländer, wir lieben eine gute, lange Warteschlange. Meine Eltern haben sich in einer Warteschlange kennengelernt. Ich wurde in einer Warteschlange geboren. Es war dieselbe Warteschlange. Und wir sind meistens ganz schlecht in Fremdsprachen. Wisst ihr, in England ist jeder Fünfte fast analphabetisch. Natürlich habe ich das nicht gelesen, niemand hat es mir erzählt. Aber um es zu beweisen und um mich zu verabschieden, habe ich ein Stück berühmter deutscher Chormusik. Ich möchte euch zeigen, was ich, der Engländer, davon verstanden habe. Bitteschön.